Wenn Oma das kann, dann kann ich das auch. Mit einem Satz springt Mia aus dem Bett. Sie hört genau hin, aus welcher Richtung das Singen kommt und folgt ihm bis zu dem Heizkörper unterm Fenster. Staunend legt Mia ihr Ohr an die Heizung und hört. Blablablu, ich blubbere hier nun die Blubberblasen weg. Hallo? Hallo, kannst du mich hören? Blibla, autsch, nicht so laut. Mir biegt's gleich die Flosse um. Wer ist denn da drin? Da ich, Blibla-Blu, der Blubberfisch. Geht's auch leiser? Ja klar, entschuldige. Wer ist denn der Krachmacher? Du bist gut, ich bin Mia. Was machst du denn in dem Heizkörper? Na, ich blubbere hier jede Nacht die vielen Blubberblasen weg. Mmh, lecker. Da war gerade eine richtig dicke Blubber. Sowas findet man nicht alle Tage. Jetzt muss ich weiter, sonst werde ich heute nicht mehr satt. Dann lass dir es noch gut schmecken. Auf Wieder hören. Bliblablu. Mia will gerade zurück in ihr Bett. Da hört sie ein geschwindes Hin- und Hertrippeln in dem Kleiderschrank. Leise schleicht sie zum Schrank und öffnet vorsichtig die Türe. Ein kleines lila Schwein mit einer knallgelben Schleife am Kopf sieht sie überrascht an. Du bist aber schick. Ulala. Gehört dir dieses Kleid? Ja. Oh, es ist so wunderschön. Ich möchte es unbedingt haben. Schon lange habe ich kein so schönes Kleid gesehen. Oh, danke. Aber es ist viel zu groß für mich. C'est dommage. Oh, das tut mir leid. Excusez-moi, ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich heiße Lia und bin ein Modeschwein aus Paris. Ich heiße Mia und bin zu Besuch hier.